Hallo zusammen, ich lese heute vom Schlunz und die barfüßigen Riesen das Kapitel 12. Das ist wieder ein langes Kapitel, also macht's euch richtig gemütlich. Der nächste Tag war ein besonderer Tag für die Schmidtsteiners. Gartenaktion war angesagt. Zwei- bis dreimal im Jahr trafen Oma Sieglinde und Opa Urs aus Bonn sowie Tante Lydia und Onkel Thorsten aus Glaubenstal bei den Schmidtsteiners ein, um ihnen rund ums Haus im Garten zu helfen. Heute war wieder einmal so ein Tag. Onkel Thorsten und Tante Lydia hatten 5 ihrer 8 Kinder mitgebracht. Mose, Josua und Ruth, die drei Ältesten, waren zu Hause geblieben. Samuel, Esra, Nehemia, Esther und Hiob waren mitgekommen. Mit Samuel, der 9 Jahre alt war und den die Kinder Sami nannten, konnten sie prima spielen. Die anderen liefen einfach so durch den Garten. Hiob, ein Jahr alt, saß meistens in der Nähe von Tante Lydia, stopfte sich mit beiden Händen Dreck in den Mund und heulte. Zuerst spielten Lukas, Nele und Schlunz und Sami Fangen und Verstecken. Es dauerte aber nur so lange, bis Schlunz das beste Versteck der Welt gefunden hatte. Er hatte sich auf dem Dach vom Geräteschuppen versteckt. »Wie bist du denn da hochgekommen?« rief Nele, als sie ihn endlich entdeckt hatte. »Ganz einfach«, rief Schlunz von oben. Einfach unten auf den Rand von der Regentonne klettern, dann den einen Fuß in das kleine Fenster stellen und den anderen mit einem Schwung auf die Dachrinne setzen. Wenn du das schnell genug machst, kannst du dich am Rand vom Dach hochziehen. Nele machte große Augen. Das schaffe ich niemals. Ich schaff das, sagte Sami, der gerade mit Lukas dazugekommen war. Er stellte sich vorsichtig auf die Regentonne, trat in das kleine Fensterloch und mit einem Schwung saß er auf dem Dach. Schlunz reichte ihm seine Hand, damit er sich oben auf die Dachspitze setzen konnte. »Jetzt du, Lukas«, rief Schlunz. »Ich schaff das nicht«, rief Lukas von unten. Er hoffte, die Erwachsenen würden ihn nicht hören. »Ich helf dir«, rief Schlunz. »Ich halte dich fest, wenn du auf der Regentonne stehst.« »Aber da ist Wasser in der Tonne.« »Na und? Du fällst schon nicht rein.« »Ich trau mich nicht.« »Na klar!« Schlunz legte sich auf den Bauch und streckte seinen Arm so weit nach unten, wie er konnte. »Komm, wir sind doch David und Jonathan! Jonathan hilft David!« Lukas grinste. »Ja, das klang gut. Jonathan hilft David. Wer einen Jonathan hat, der hat viel mehr Mut«, dachte er. »Wer einen Jonathan hat, der kann viel mehr Dinge tun, als wenn er allein ist.« »Ich komme!« rief er. Die Wand der Regentonne war dünn und wackelig. Als er mit beiden Füßen rechts und links auf dem Rand stand, traute er sich kaum, sich aufzurichten. »Hier ist meine Hand«, rief Schlunz von oben. Lukas kam vorsichtig hoch und griff sofort nach Schlunz' Hand. Fast hätte er das Gleichgewicht verloren und er musste kurz sehr stark an der Hand ziehen, um nicht zu fallen. Dabei wäre Schlunz fast selbst vom Dach gefallen. Aber dann hatten sie beide wieder sicheren Halt. Ich zeige euch mal ein Bild dazu. Das ist diese Aktion. Einen Schritt in das Fenster, einen zweiten auf die Dachrinne und zack war er oben. Super, David, lobte Schlunz. Lukas grinste übers ganze Gesicht. Jetzt ich, rief Nele, die jetzt auch Mut bekommen hatte. Sie stieg auf die Tonne und stand ziemlich breitbeinig auf dem Rand. Schlunz, deine Hand! Hier ist sie, rief er und streckte seine Hand so weit wie möglich nach unten. Ich komm nicht dran! Nele richtete sich auf und wollte nach Schlunz Hand greifen. Plötzlich ruderte sie mit den Armen, kippte ihren Oberkörper nach hinten und fiel schneller nach unten, als sie zusehen konnten. Die Jungen auf dem Dach hörten ein Ah! und dann ein Platsch. Als sie alle drei oben über den Dachrand schauten, sahen sie Nele, die rückwärts in der Tonne saß. Ihre Arme, Beine und der Kopf schauten oben aus dem Wasser heraus und zappelten wie ein Marienkäfer, der auf dem Rücken lag. Dabei schrie sie aus Leibeskräften. Mama und Papa kamen angerannt. Die Jungen legten sich bäuchlings auf das Dach und zogen den Kopf ein, um nicht entdeckt zu werden. »Nele, was machst du denn da?« rief Mama. Papa griff in die Tonne und zog Nele heraus. Sie triefte nur so und heulte und heulte.
War das der Schlunz? Fragte Mama streng. Nele schüttelte den Kopf und weinte weiter. Ganz in der Nähe saß Hiob. Als er Nele sah, begann er ebenfalls zu heulen. Schlunz! Rief Mama so laut sie konnte. Aber die Jungen auf dem Dach rührten sich nicht. Na komm, geh mal rein und zieh dich um, sagte Papa. So schlimm ist das ja nun auch wieder nicht. Nele ging ins Haus und Mama und Papa gingen wieder zu den anderen ins Gemüsebeet. Arme Nele, sagte Schlunz, als sie sich wieder unbeobachtet fühlten. Alle drei setzten sich wieder auf den Dachgiebel und schauten über den Zaun zur Straße. »Spielt ihr David und Jonathan?« fragte Sami, als sie eine Weile da gesessen hatten. »Wir spielen das nicht«, sagte Schlunz. »Wir sind David und Jonathan, nicht wahr, Lukas?« Lukas grinste und nickte. »Cool«, sagte Sami. »Und ich kann auch wie David mit der Schleuder schießen«, sagte Schlunz, griff in seine hintere Hosentasche und holte seine Schleuder heraus. »So eine Schleuder hatte David aber nicht«, sagte Sami sofort. »Na und? Aber ich. Schau mal, wie gut das schon klappt.« Schlunz holte eine Erbse aus seiner vorderen Hosentasche, legte sie in das Lederstück und feuerte ab. Die Erbse flog durch den Garten, zischte knapp an Tante Lydia vorbei, die im Gemüsebeet stand und sich gerade nach einem Unkraut gebückt hatte, und knallte gegen einen Zaunpfosten. Tante Lydia erhob sich sofort, schaute sich nach allen Seiten um, und als sie nichts sah, bückte sie sich wieder nach dem Unkraut. »Du sollst doch nicht auf Menschen zielen«, sagte Lukas. »Hab ich ja auch nicht. Ich habe ja nur den Zaun getroffen.« »Aber um ein Haar hättest du Tante Lydia erwischt.« »Ich pass schon auf.« Sami war begeistert. »Kann ich das auch mal versuchen?« »Klar.« Schlunz zeigte Sami, wie er die Erbse in die Schleuder legen sollte, und dann feuerte Sami ab. Die gleiche Richtung. Diesmal traf er Onkel Thorsten, der sich auch gerade tief nach unten bückte, am Po. »Aua!« schrie er und richtete sich auf. Auch er schaute sich nach allen Seiten um, dann blickte er streng seine Frau an. »Lydia, warst du das?« Lydia erhob sich müde, streifte sich eine ihrer Haarsträhnen aus dem Gesicht. Im Laufe der Gartenarbeit hatte sich ihr Knoten, mit dem sie sonst ihre Haare auf dem Kopf zusammensteckte, zu einer ziemlich wirren Frisur entwickelt. »Was ist denn?« fragte sie. »Jemand hat mich gerade am Po gezwickt«, sagte Onkel Thorsten streng. »Ich nicht«, sagte Lydia und bückte sich wieder. Onkel Thorsten schaute sich in die andere Richtung um. Auf der anderen Seite stand Oma Sieglinde neben ihm. Misstrauisch schaute er zu ihr. »Hast du was?« fragte sie, als sie bemerkte, wie er sie anstarrte. »Hast du mich in den, also, gezwickt?« »Nein«, sagte Oma Sieglinde, aber sie grinste. »Soll ich mal?« »Nein, lieber nicht.« Und er wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Schlunz und Sami lachten. Lukas musste an Helmut denken. Der hatte recht, man darf nicht auf Menschen schießen. Schlunz schien auch an den Kindergottesdienst gedacht zu haben, denn er sagte plötzlich, »Sag mal, Sami, du bist doch bestimmt auch ein Freund von Jesus, oder?« »Ja«, sagte Sami und kratzte sich am Kopf. Irgendwie schien ihm nicht recht dabei zu sein, darüber zu reden. »Warum eigentlich?« fragte Schlunz weiter. »Weiß auch nicht«, sagte Sami. »Alle sind doch Freunde von Jesus.« »Ich nicht«, sagte Schlunz. »Was?« kam es erschrocken von Sami. In Gedanken schien er ein Stück von Schlunz abzurücken. »Du glaubst nicht an Gott?« »Das habe ich nicht gesagt«, sagte Schlunz. »Aber ob ich ein Freund von Jesus werden will, das weiß ich noch nicht. Immerhin kenne ich Jesus gar nicht und ich sehe ihn nicht. Wieso soll ich dann ein Freund von ihm sein?« »Das muss man«, sagte Sami und es klang, als hätte Adelheid das gesagt. »Wer sagt das?« »Gott.« »Und wenn man es nicht ist, dann kommt man in die Hölle.« »Was?« Schlunz machte ein Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. »Wer sagt das denn?« »Gott.« Schlunz schaute ungläubig zwischen Lukas und Sami hin und her. »Das ist ja Erpressung. Entweder man ist ein Freund von Jesus oder man kommt in die Hölle.« »Nein«, sagte Sami,
Das ist nicht Erpressung, das ist Gnade. Schon verzog sein Gesicht noch mehr. Hat das auch Gott gesagt? Ja. Du scheinst Gott ja ziemlich gut zu kennen. Ja. Und woher kennst du Gott so gut? Von Mama und Papa. Ach so. Schlunz presste seine Lippen kurz zusammen, zog die Augenbrauen hoch und gab sich einen Stoß. Er rutschte das Dach runter und landete unten auf dem Rasen. Ich habe eine Idee, wartet mal. Und weg war er. Sami schaute zu Lukas herüber, als hätte er gerade einen Dinosaurier oder etwas ähnlich Außergewöhnliches gesehen. Stimmt das, Lukas? Schlunz glaubt nicht an Gott? Ich weiß nicht, sagte Lukas. Immerhin betete Schlunz manchmal, und dass es Gott gibt, hatte er nie angezweifelt. Aber so wie Sami und seine Familie an Gott glaubten, so machte es der Schlunz sicher nicht. Schlunz kennt Gott ja noch gar nicht, überlegte er laut. Als er zu uns kam, wusste er noch nicht einmal, wie man betet. Aber ich glaube, er findet Gott ganz gut. Und du? Glaubst du an Gott? Natürlich, sagte Lukas so laut, als hätte Sami gefragt, ob Lukas Fußball mögen würde. Ein Glück, sagte Sami, dann kommst du ja schon mal nicht in die Hölle. Das war ja vielleicht ein komischer Gedanke. Von Hölle hatte Lukas schon gehört, aber in seiner Familie wurde darüber eigentlich nicht gesprochen. Zumindest nicht so oft wie anscheinend in Samis Familie. Und irgendwie war ihm das auch unheimlich. Nur an Gott zu glauben, damit man nicht in die Hölle kam. Wer so dachte, müsste Gott doch auch unheimlich finden. Lukas beschloss, darüber nicht weiter nachzudenken. Da ist Schlunz wieder, rief Sami. Schlunz lief durch den Garten und hatte ein Stück Papier und eine Rolle Tesafilm in der Hand. Leise schlich er sich von hinten an die Erwachsenen an, die eifrig im Gemüsebeet standen und die meiste Zeit gebückt waren. Das sah schon witzig aus. 6 Erwachsene nebeneinander, die Beine durchgedrückt und den Oberkörper so weit nach vorn gebeugt, dass sie unten ans Unkraut kamen. Im Grunde sah man nur die Beine und den Po. Als Schlunz hinter Tante Lydia stand, klebte er ihr heimlich den Zettel an das Hinterteil. Jetzt konnte Lukas und Sami sehen, was Schlunz darauf gezeichnet hatte. Eine Zielscheibe. Mehrere Kreise ineinander und in der Mitte einen roten Punkt. Tante Lydia bemerkte es nicht. Sami lachte lautlos, aber Lukas fand das nicht so lustig. Schlunz wollte absichtlich Tante Lydia abschießen. Als Schlunz wieder beim Geräteschuppen angekommen war und gerade nach oben klettern wollte, kam Nele mit trockener Kleidung angelaufen. »Wartet, ich mach wieder mit!« rief sie. Schlunz drehte sich grinsend zu ihr um und sagte, »Nele, willst du mal versuchen, mit meiner Schleuder zu schießen? Ich weiß ein gutes Ziel.« »Au, ja!« »Nein, nicht!« rief Lukas und rutschte über das Dach nach unten. »Hör auf, Schlunz, das dürfen wir nicht.« »Ist doch nur Spaß.« »Nein, das ist es nicht. Das tut weh und Helmut hat gesagt, wir sollen nicht auf Menschen schießen.« »Ach, du bist ein Spielverderber.« »Das bin ich nicht. Ich sag's Mama, wenn du weitermachst. Dann nimmt sie dir die Schleuder ab.« »Ist ja schon gut, ich hör auf«, sagte Schlunz und rollte mit den Augen. »Du bist ja wie Nele.« »Gar nicht«, riefen Nele und Lukas gleichzeitig. Schlunz steckte seine Schleuder wieder in die Hosentasche, tippte Nele an die Schulter und rannte durch den Garten. »Los, Nele, du musst!« Nele rannte sofort quietschend hinter ihm her. Sie schienen alles sofort vergessen zu haben. Sami kam auch vom Dach runter und lief hinter Schlunz und Nele her. Lukas spielte mit, aber so richtig Spaß machte es ihm nicht. Er hatte keine Lust, sich von Schlunz so dumm anmotzen zu lassen, nur weil er nicht alle seine blöden Spiele mitmachte. Plötzlich war Schlunz schon wieder im Haus verschwunden. Was hatte er denn jetzt vor? Kurz darauf war er wieder da, die Hände auf dem Rücken. Lukas traute ihm nicht. Wollte er jetzt eine neue Zielscheibe ankleben? »Nele, fang mich!« rief Schlunz und rannte los. Nele und Sami schienen nichts davon mitbekommen zu haben, und nachdem sie eine Weile so herumgelaufen waren, hatte Schlunz auch nichts mehr in der Hand. Kein Zettel und kein Tesafilm. Lukas schielte zu den Erwachsenen hinüber, aber denen klebte auch nichts Neues an der Hose. Sogar der Zettel von Tante Lydia war inzwischen abgefallen.
Etwas verwundert war Lukas allerdings, als Sami, Schlunz und Nele mehrfach kicherten, als hätten sie etwas Lustiges entdeckt. Dabei konnte Lukas nirgends etwas sehen. Komisch. Worüber lachten die so? Erst als Papa im Vorbeigehen zu Lukas sagte, »Na, du Leberwurst«, dämmerte es Lukas. Er griff sich an den Rücken und hatte sofort ein Blatt Papier in der Hand. Er riss es ab und las, »Ich bin eine Leberwurst.« »Boah, gemein!« Also über ihn hatten die anderen die ganze Zeit gelacht. Und jetzt, als Lukas das Blatt in der Hand hielt und den Streich aufgedeckt hatte, lachten die anderen drei noch mehr. »Lukas, Leberwurst«, rief Schlunz und hielt sich den Bauch vor Lachen. »Fang uns doch!« »Ja, fang uns doch«, rief Nele und rannte weg. Sami und Schlunz rannten hinterher. Aber Lukas hatte keine Lust mehr. Der Schlunz, dieser gemeine Kerl, behandelte man so seinen besten Freund? Jemanden, mit dem man Geheimnisse teilte? Den man vor Feinden schützte? Schön lächerlich hatte er ihn vor allen gemacht. Lukas und Schlunz als David und Jonathan? Ha! Das hätte sicher in der Bibel gestanden, wenn Jonathan dem David so was Gemeines angetan hätte. Lukas zerknüllte das Papier, warf es auf den Boden und stapfte ins Haus. Geradewegs nach oben in sein Zimmer. Sollten die doch reinlegen, wen sie wollten, aber nicht ihn. Schon kurz darauf hörte er Schritte auf der Treppe. Schlunz kam ins Zimmer, gefolgt von Sami und Nele. »Was ist los, Lukas?« rief Schlunz und schien überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. »Komm, wir spielen weiter!« »Nein, ich spiel nicht mehr mit!« schimpfte Lukas und drehte sein Gesicht zur Wand. »Nur wegen dem blöden Zettel?« fragte Schlunz. »Ja, der blöde Zettel, das war gemein!« »Komm, nun sei doch nicht so!« »Haut ab, ich komme nicht mehr!« rief Lukas. So laut, dass die anderen zusammenzuckten. Wortlos ging sie nach unten. Jetzt ärgerte sich Lukas noch mehr. Er wollte nicht so wütend sein, aber irgendwie war ihm das alles zu viel geworden. Die anderen hatten ihn ausgelacht und sein allerbester Freund hatte das auch noch angezettelt. Allerbester Freund! Pah! Auf so einen Freund konnte er verzichten. Mama und Papa hatten recht. Jesus, der war ein guter Freund. Jesus würde ihn nie so gemein behandeln und sich über ihn lustig machen. »Jesus, du bist immer da«, sagte Lukas leise. »Du bist mein bester Freund. Du würdest mich nie im Stich lassen.« Dieser Gedanke tröstete ihn ein wenig. Aber dass er sich so mit Schlunz gestritten hatte, das belastete ihn immer noch. Nach einer Weile hörte er schon wieder, wie jemand die Treppe hochkam. Schlunz kam diesmal allein. »Komm, Lukas, wir vertragen uns wieder.« Lukas verschränkte die Arme vor der Brust und schaute in die andere Richtung. »Mano«, redete Schlunz weiter, »wir sind doch Freunde.« Da platzte es aus Lukas heraus. »Ach ja, sind wir gar nicht. Echte Freunde würden nicht so was Gemeines machen.« »So schlimm war das ja nun auch wieder nicht«, sagte Schlunz, und seine Stimme wurde auch lauter. »War es wohl«, schimpfte Lukas. »Soll ich dir sagen, wer mein echter Freund ist? Jesus, so, jetzt weißt du's. Jesus würde mir nie so einen blöden Zettel an den Rücken hängen.« »Kann er ja auch gar nicht«, schimpfte jetzt auch Schlunz, »weil man ihn nicht sehen kann.« »Na und? Aber wenn man ihn sehen könnte, dann würde er es trotzdem nicht machen.« »Du spinnst ja!« Schlunz ging wieder zur Tür, drehte sich dann nochmal um und sagte, »weißt du, was Jesus noch machen würde, wenn man ihn sehen könnte? Er wäre nicht so lange beleidigt wie du.« Damit ging er raus und knallte die Tür zu. Mist! Jetzt hatte er sich so gefreut, Schlunz mit Jesus ein bisschen eifersüchtig zu machen. Aber Schlunz war gar nicht drauf reingefallen und Lukas war schon wieder der Dumme. Und was noch blöder war, eigentlich wusste Lukas, dass der Schlunz recht hatte. Lukas wollte gar nicht so lange beleidigt sein. Und so schlimm war das mit dem Zettel ja wirklich nicht gewesen. Aber irgendwie war der ganze Ärger und der Frust und das schlechte Gefühl im Bauch von den letzten Tagen auf einmal hochgekommen. Und Schlunz hatte alles abgekriegt. Jetzt schämte sich Lukas. Am liebsten würde er jetzt runtergehen und einfach weiterspielen. Oder sich bei Schlunz entschuldigen.
aber das traute er sich nicht. Lukas schaute aus seinem Fenster hinaus in den Garten. Da lief Schlunz mit Nele und Sami herum und tat so, als hätte es den Streit gar nicht gegeben. Nehemia und Esra rannten mit ihnen durch den Garten. Alle waren fröhlich. Sie brauchten Lukas anscheinend gar nicht. Vielleicht freundeten sich jetzt Schlunz und Sami an. Am Ende würde Schlunz heute Abend mit Sami, Onkel Thorsten und Tante Lydia nach Hause fahren und dort warten, bis seine echte Familie auftauchte. Ach, war das alles furchtbar. Lukas beobachtete, wie Schlunz wieder dabei war, den erwachsenen Zettel an ihr Hinterteil zu heften. Ja, die hatten ihren Spaß, auch ohne Lukas. Am besten wäre es, er bliebe einfach bis in alle Ewigkeit hier oben im Zimmer. Es fiel ja sowieso keinem auf, wenn er fehlte. Schlunz konnte genauso gut mit Sami und Nele spielen. Sicher hatte er ihn als Freund schon längst abgeschrieben. Plötzlich hörte er von unten die Stimme von Schlunz. »Lukas, Lukas, komm schnell! Es ist was ganz Schlimmes passiert!« Oh weia, was war denn jetzt schon wieder? Ob etwas von seinen Spielsachen kaputt gegangen war? Hatte Mama die Fernbedienung vom Boot gefunden? Eine Bombe im Keller? Lukas rannte so schnell er konnte die Treppe nach unten. Schlunz stand im Wohnzimmer und zeigte auf das Fenster. »Schnell, schau mal da zum Fenster raus!« Lukas sprang ans Fenster. Von hier aus konnte er genau auf die arbeitenden Verwandten sehen. Sie standen alle sechs in gebückter Haltung im Garten in einer Reihe nebeneinander und streckten ihren Hintern zum Fenster entgegen. Jeder von ihnen hatte ein großes Blatt Papier auf dem Po kleben. Und auf jedem Papier stand immer nur ein Wort, aber in großen Buchstaben. Von links nach rechts gelesen ergaben die sechs Wörter einen Satz. »Lukas, du bist mein bester Freund.« Es dauerte einen Augenblick, bis Lukas kapierte, dass gar nichts Schlimmes passiert war, sondern dass Schlunz ihn nur heruntergelockt hatte, um ihm diesen Freundschaftsbeweis zu zeigen. Den verrücktesten Freundschaftsbeweis, den Lukas je in seinem ganzen Leben gesehen hatte. Lukas Gesicht hellte sich wieder auf. Zuerst grinste er und dann lachte er. Schlunz lachte auch. Sie lachten und lachten und Lukas musste sich dabei immer wieder Tränen aus seinen Augen wischen. Er wusste nicht, ob das Tränen vom Lachen oder vom Weinen waren. So, das war vom zweiten Teil Schlunz das Kapitel 12.